Leute, ich habe echt lange nicht gewusst, dass sie hier eigentlich aus Deutschland kommt. Kim Petras gehört zu den interessantesten Popfiguren der letzten Jahre. In ihrem Terminkalender stehen zum Beispiel ganz casual Events wie die Met Gala in New York und die MTV EMAs und VMAs. Auf Insta hat Kim Petras über 700.000 FollowerInnen, darunter auch coole NewcomerInnen wie Flume und Dua Lipa. Gerade erst ist ihre neue EP Slutpop rausgekommen, wie man hier unschwer an dieser fetten Times Square-Reklame erkennen kann. Die EP ist Hyperpop im Hyper 2000er-Look und hyper explizit. Wie Kim Petras total dieses Larger-than-Life-Popster-Ding verkörpert, aber trotzdem einiges anders macht und wie Slutpop ankommt, das sehen wir jetzt. Ein Grund, warum ich Kim Petras erstmal nicht mit Deutschland in Verbindung gebracht hätte, sie lebt schon seit Jahren in den USA, in New York und, na klar, L.A. Aufgewachsen ist Kim Petras aber tatsächlich in Uckerath, Ortsteil von Hennef, Weltstadt im Rhein-Sieg-Kreis. Als Teenagerin wagt sie sich zum ersten Mal in die Öffentlichkeit. Sie ist bei Stern TV, dreht eine Doku mit Vox und stellt sich dort den zum Teil echt geschmacklosen Fragen des deutschen Fernsehens. Kim ist nämlich trans. Mit dem Support ihrer Familie geht sie schon super früh durch ihre Transition und erzählt offen darüber. Also meine Eltern haben mich nicht als Mann oder Frau gesehen, sondern als ich, als Kim. Und das ist einfach eine super Eigenschaft in meinen Eltern, wo ich auch ganz stolz bin, dass ich Eltern wie meine habe. Grob zusammengefasst, trans zu sein bedeutet, dass das Geschlecht, das man bei der Geburt zugewiesen bekommt, nicht mit dem übereinstimmt, das man wirklich fühlt. Oder wie Kim es selber formuliert, ich wurde gefragt, ob ich mich jetzt wie eine Frau fühle. Aber die Wahrheit ist, dass ich das immer getan habe. Ich bin letztlich nur im falschen Körper geendet. Parallel zu den Fernsehauftritten beginnt sie, erste Popsongs zu schreiben. Inspiriert war sie dabei angeblich von einer Doku über den schwedischen Songwriter und Producer Max Martin. Ganz genau, das ist der Typ, der gefühlt bei allen Riesen-Pop-Hits der letzten Jahrzehnte federführend war. Ein Beispiel. Für Kim Petras ist klar, sie will Popstar werden. Und okay, was die Produktion betrifft, ist da natürlich noch Luft nach oben, aber man hört da schon deutlich, wohin sie mit ihren Songs will. Deutsche Labels checken die Art von Pop damals nicht. Um ihrer Karriere also zum Next Step zu verhelfen, zieht Kim Petras 2011 nach L.A. Dort arbeitet sie krass viel an Songs, die aber erstmal nicht so richtig zünden wollen. Es hat so 2-3 Jahre gedauert, bis ich irgendwas hingekriegt habe. Und ja, halt auf Studio-Couches gelebt und halt überall, wo ich dann Freunde gemacht, auf Couches von denen geschlafen, irgendwie im Keller. Ja, und halt jeden Tag in eine Session gegangen und für irgendwas geschrieben. Und ja, ich habe mir halt einfach gesagt, ich schreibe jeden Tag einen Song. Yeah. Dann wurde ich halt besser und besser. Und dann habe ich einen Song in den Bratz animierten Film. Das sind diese Puppen mit diesen übelst großen Köpfen. Ja, das war der Durchbruch. Genau, internationaler Durchbruch, Bratz Film. Aber dadurch hat Fergie ein Lied von mir aufgenommen. Yeah. Und dann habe ich den Song in den Vertrag bekommen. Und dann habe ich das quasi unterschrieben und dann gesagt, jetzt mache ich Künstlermusik und direkt 180. 2017 ist es dann soweit. Ihr Durchbruchssong kommt raus und bringt sie an die Spitze der Spotify-Playlist Global Viral 50. I Don't Want It At All heißt der Track und ist nicht nur Startschuss für eine internationale Karriere, sondern auch für ihre Freundschaft mit diesem 2000er It-Girl. Paris Hilton. Die Person, die Kim Kardashian groß gemacht hat. I Don't Want It At All ist zuckersüßer, konsumverliebter Bubblegum-Pop oder wie Kim Petras selbst sagt. Just like a sugar baby anthem, very tongue-in-cheek. It's heavily inspired by like Material Girl and just all the great songs about bratty girls getting whatever the hell they want. Was den Sound und Style von Kim Petras damals schon ausmacht, sie spielt gern mit so girly Klischees. Alles ist super cute, pink und glitzernd.
Gleichzeitig ist alles aber auch so super künstlich, dass es wieder artsy ist und einen Camp-Vibe hat. Genau deshalb wird ihr Name auch immer wieder gedroppt, wenn es darum geht, die Stilrichtung Hyperpop zu definieren. Erst vor kurzem habe ich mir in meinem Video über Haiti ziemlich detailliert angeschaut, was Hyperpop eigentlich ist. Hyperpop ist als Genre rund um das Label PC Music des britischen Producers und Songwriters A.G. Cook in den frühen 2010er Jahren entstanden. Neben ihm haben auch MusikerInnen wie Hannah Diamond und die leider Anfang des Jahres verstorbene Sophie diesen künstlichen Over-the-Top-Pop-Sound mitgeprägt. Ein weiterer wichtiger Name für Hyperpop ist Charlie XCX. Die ist übrigens auch für Kim Petras spätestens seit 2017 keine Unbekannte mehr. In dem Jahr featured Charlie Kim auf ihrem legendären Mixtape Pop 2. Der gemeinsame Song Unlock It, Lock It ist einer meiner favorite Charlie XCX Tracks ever. Auch Kim Petras entwickelt ihren Hyperpop weiter. In ihren folgenden Songs klingt sie nicht mehr ganz so zuckrig und scheint inspiriert zu sein von den kühlen Sounds der Disco-Synthpop-Ära der 80er und 90er. Shadows, 2019 erscheint dann ihr Debütalbum Clarity. Darauf spielt Kim Petras mit dem Bild des klassischen Main-Pop-Girl. Alles ist sehr glatt und plakativ, leicht naiv und irgendwie immer sexualisiert dargestellt. Struggles haben meistens was mit Jungs zu tun und Emotionen werden eher nur oberflächlich thematisiert. Mit solchen Stereotypen sind Frauen in der Popmusik im Prinzip bis heute konfrontiert. Wenn man sich aktuelle Popstars wie zum Beispiel Billie Eilish anschaut, dann wirkt das Ganze fast schon ein bisschen retro. Das Video zu Icy ist übrigens bewusst inspiriert von Britney Spears Stronger Video. Mit ihrem 2020er Release Turn Off the Light zeigt Kim Petras pünktlich zu Halloween, wie Hyperpop auf einem Horrorfilm klingt. Aber irgendwie scheint sie das stereotype und auch bisschen trashige Bild des 90er und 0er Jahre Popstars nicht loszulassen. Das zeigt zumindest ihre aktuelle EP Slut Pop, wo sie ihre Faszination dafür gefühlt komplett auslebt. Blonde Highlights, pinker Lipgloss, Glitzerchoker und komplett übersexualisiert inszeniert. Das erinnert mich schon schwer an die Dirty 2000s, also eine sehr überspitzte Version davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Frauen und queeren Personen, die selbst sexpositiv sind, krass viel Spaß machen kann, zu den Songs von Slutpop abzugehen. So ist auch zum Teil die Stimmung bei den Kim Petras-Fans auf Social Media. This is it, this is a big one. This is for the girls, this one. Es gibt aber auch Kritik. Produziert ist Slutpop nämlich von Dr. Luke, einem der erfolgreichsten Produzenten der Popmusik des letzten Jahrzehnts und Buddy von Max Martin. Ihr erinnert euch. Das ist aber gleichzeitig auch der Produzent, den die Popsängerin Kesha seit 2014 beschuldigt, sie jahrelang psychisch und körperlich misshandelt zu haben. Dr. Luke files his own defamation and breach of contract suits against the singer in New York, claiming that Kesha and her mother, quote, orchestrated a campaign of publishing false and shocking accusations against Dr. Luke to get Kesha out of her record contract. Auf Twitter haben sich seit dem Release von Slutpop wieder viele UserInnen unter dem Hashtag FreeKesha mit der Sängerin solidarisiert und Kim Petras kritisiert. Artists wie Lady Gaga, Fiona Apple und Kelly Clarkson haben sich seit den Vorwürfen von Dr. Luke distanziert. Kim Petras arbeitet schon seit Jahren mit Dr. Luke zusammen und ein Ende scheint nicht in Sicht. 2021 ist nämlich der erste Vorbote auf ihr neues Album rausgekommen. Future Starts Now. Eine empowernde Pop-Hymne. Aber, ihr ahnt es ja, ebenfalls produziert von Dr. Luke.
Why? In der Vergangenheit hat Kim Petras ihre Zusammenarbeit mit Dr. Luke verteidigt. Ein aktuelles Statement zu Slutpop gibt es, Stand jetzt, nicht. Man weiß natürlich nicht, in welchen vertraglichen Verhältnissen sie steckt, aber das ganze Thema wirft auf jeden Fall einen dunklen Schatten auf ihre Musik. Denn sie ist eine wahnsinnig wichtige Künstlerin, gerade auch was die Repräsentation von Transpersonen im Mainstream-Pop und die Sichtbarkeit von LGBTIQ+ im Allgemeinen angeht. I had the surgery and I just like, I was like, okay, I feel like myself now, I didn't hate my body anymore. I think it's super crucial that kids that are clearly in the wrong gender and clearly don't identify with their gender get the chance to be themselves and get the chance to live their lives as they want to live it. Kim Petras hat das internationale Popgeschehen in den letzten Jahren krass mitgeprägt und ist auf dem besten Weg, noch erfolgreicher zu werden und noch mehr im Mainstream stattzufinden. Ihr neues Albumprojekt, das vielleicht noch 2022 rauskommen soll, könnte auch musikalisch total interessant werden und wird auch safe funktionieren. Kim Petras hat nämlich angekündigt, dass sie sich dafür von europäischer Clubmusik, also deutschen Techno, French House und Italo-Disco, inspirieren hat lassen. Also können wir an der Stelle auch noch mal kurz festhalten, dass Slutpop eher ein einmaliges Release war, das mit ihrem Album wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat. Bisschen auch wie ein ganz schön plumper Sextraum. Dieser Schockeffekt, der in Slutpop steckt, funktioniert auch. Weil die einen finden es anstößig und die anderen feiern sie dafür. Aber wie geht's euch? Wie steht ihr zu Kim Petras? Feiert ihr Slutpop? Schreibt's mir in die Kommentare. Wer mittlerweile Deutschrap und Hyperpop zusammenbringt, ist Haiti. Mein Video über sie findet ihr hier. Hier geht's zum Puls Musikanalyse Podcast. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis nächste Woche.